Das Kunstmuseum St. Gallen zeigt die erste umfassende Einzelausstellung von Mona Hattum in der Schweiz überhaupt. Mona Hattum ist ja eine der bedeutendsten Künstlerinnen in der zeitgenössischen Kunst, eine der Pionierinnen der Skulptur, die quasi die selbstbezügliche Skulptur der Minimal Art inhaltlich aufgeladen hat und neu definiert hat. Choosing the material is always very important for me because your perception of something sort of alters completely in that moment of approaching and realizing what the material is. It's something that I actually like to work with a lot, these kind of contradictions, something that looks almost immaterial at the same time has such heavy connotations. For instance, in a work like Impenetrable, which is a large cube, it's very airy and light and looks like it's levitating. But when you get closer, you realize it's made of barbed wire, which has very heavy connotation of borders, of barriers. It's, all those associations make it a much heavier and sinister looking cube. Mona Hattums Werk ist primär Skulptur, räumlich installativ, und die Inhalte werden über die Form transportiert. Und das ermöglicht ja auch, dass diese Inhalte eben mehr sind wie tagespolitische Kommentare, sondern sie sind universelle Metaphern, sie sind auch persönliche Chiffren für eine Conditio Humana. Das hat natürlich mit der Biografie zu tun. Eine Künstlerin, die aus Palästina kommend, im Libanon aufgewachsen, dann in London im Exil lebt. Das verändert die Perspektive auf unsere Welt. Es ist nicht mehr die westlich geprägte Welt, es ist ein kultureller Clash, der hier auch sichtbar wird. In the early days, I worked mostly in performance throughout the 80s because I thought of performance as a revolutionary form. I also made videos in that period, so everything was like time-based and probably had a much more clear narrative and political content, if you like. And then in the 90s, I moved more towards installation and sculpture, in which I wanted to suggest that certain things rather than to be delivering a message in a very direct way. And my own body was replaced by that of the audience. So it's always been the case that I've considered very much the body of the spectator as very much part of the work.